Es ist keine Pyramide, die sich da aufbaut, wie normal in der Natur üblich. Das ist eine feindliche Übernahme von der Spitze der Pyramide nach unten, auf die Natur. Hallo? Ja. Also vielleicht können sich da noch einige Leute erinnern an die Medienwelt von früher, bevor das Ganze losgegangen ist mit der Ukraine. Da wurde ja Russland immer wieder in den Medien als, dass die irgendwelche komischen Gesetze da gemacht hätten, dass die so homophob seien und ja, wie will man es nennen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich jemand daran gemacht und hat da jetzt genau nachrecherchiert, ja, weil wir wollten ja eigentlich wissen, was sind das für Gesetze. Und das war nicht so leicht, wie sich das vielleicht anhört, da wirklich genaue Informationen zu bekommen. Im Endeffekt sind das solche Gesetze, wie es der Herr Putin immer gesagt hat. Es ist eigentlich verboten, damit zu Werbung zu machen, Reklame, also im Prinzip aggressives, wie soll man es in der Bankersprache nennen, aggressive Werbung, Akquise, keine Ahnung, ja. So, jetzt gibt es ja viele verschiedene Schlagzeilen, war von der Welt, Putin go home, wir sind homophob und hassen Schwule und was weiß ich noch alles. So. Warum ist das falsch und was ist wahr? Tatsächlich ist das betreffende Gesetz ein reines Änderungsgesetz für bestehende. Okay, ich habe keine Seiten hingefüllt. Also zahlreiche Prominente hatten auch daraufhin, sind auch auf den Zug aufgestiegen. Zum Beispiel Stephen Fry, ein berühmter Talkmaster, Schauspieler, fordert Olympia-Boykott in Sochi aufgrund von den Beschuldigungen. Also er hat im Prinzip gesagt, das ist eine Frechheit, dass man dort die Olympischen Spiele abhalten lässt oder von der Welt. In Russland werden Homosexuelle gemaßregelt, bedroht und von Neonazis gejagt. Im Vorfeld von Olympia in Sochi 2014 wird sogar jetzt das IOC aufmerksam und fordert eine Klarstellung. Also es war ein Riesentheater. Okay, ich beginne mal hier. Es ist sehr umfangreich, es ist sehr genau. Ich werde nur die ersten Punkte aufzählen, ja. Wer es genauer recherchieren oder haben möchte, ich kann da gerne Informationen zukommen lassen. Nach kurzer Vorbemerkung, in diesem Artikel möchte ich nicht Russland als homosexuellenfeindliche Region reinwaschen. Es gibt auch dort Probleme, gibt es überall, die ich aufführen werde. Kerngedanke des Artikels ist die Richtigstellung des Inhalts von den deutschen Medien verfälschten antischwulen Gesetzes. Außerdem möchte ich klarstellen, dass Russland nur einer von vielen problematischen Staaten für homosexuelle Menschen ist. Leider. Also in Amerika, so wie mir es in Erinnerung ist, sind alleine 12 Bundesstaaten, die solche Gesetze hoch 10 haben, als was da in Russland eigentlich an Gesetzeshärte es gibt gegen andere. Es gibt, also worüber haben die Medien gelogen bzw. falsch berichtet? Das Anti-Schwulen-Gesetz wurde als Präzedenzfall genutzt, um die russische Regierung und den Großteil der religiösen, nicht religiösen Bevölkerung Russlands
als Schwulenhasser und antischwulen Gewalttäter darzustellen. Es wurde von flächendeckenden Gewalttaten gegen Homosexuelle berichtet. Also wirklich flächendeckend, ja, also dass dort eine regelrechte Hysterie ausgebrochen ist. Im Endeffekt ist, um es kurz zu machen eigentlich, ja, hört auf euer Bauchgefühl. Was sagt euch das, diese Meldung im ersten Moment? Meistens stimmt ja das Bauchgefühl des Volkes. Man kann ja miteinander reden. Und im Nachhinein, das sind so 5, 6 Jahre, sieht man ja zum Beispiel bei unserer Regierung, ja, stellt sich das Bauchgefühl als richtig heraus. Also die ersten 2 Sekunden. Und ja. Die Medien haben außerdem das Klima in Russland als schwul und menschenfeindlich dargestellt. Die Medien haben, also es sind alles so Punkte, wo alles aufgezählt wurde. Jetzt kommen wir zum ersten Artikel dieses Gesetzes. Im russischen Gesetz 436-FZ zum Schutz von Kindern vor ihrer Entwicklung schadenden Informationen werden hinter dem Wort Werte die Wörter eingefügt, die nicht traditionelle sexuelle Beziehungen verbreiten. Artikel 2. Im russischen Gesetz über die grundsätzlich garantierten Rechte des Kindes in der Russischen Föderation. Ich wüsste jetzt, kennt sich da irgendwer aus? Gibt es bei uns auch sowas? Ja, in der Russischen Föderation wird nach den Worten pornografischer Natur die Worte von Information, die unkonventionelle sexuelle Beziehungen verbreiten. Also und so weiter und so fort. Dann gibt es halt so Strafzahlungen, so 4000 Rubel. Also ich würde sagen, das ist alles sehr human. Ja? Handelt es sich tatsächlich um dieses Gesetz? Oder gibt es noch etwas anderes? Es ist nicht ganz nachvollziehbar, welches Gesetz in unseren Medien tatsächlich eigentlich bezeichnet wurde. Es gibt mittlerweile hunderte Artikel der großen deutschen Medienhäuser zu diesem Gesetz oder in denen es zumindest genannt wird. Nirgendwo wird der Gesetzestext auf Deutsch oder Englisch oder Russisch verlinkt. Nach Auskunft der Botschaft der Russischen Föderation ein Telefonat mit der innenpolitischen Abteilung eines White Papers von Diversitätsexperten Brian M. Heiss und einer Stellungnahme weltweiter Organisationen zur Unterstützung des russischen Gesetzes, weitergeleitet von der Botschaft der Russischen Föderation, handelt es sich um dieses Gesetz. Also, ich könnte noch aufzählen und aufzählen und aufzählen. Es ist alles sehr, sehr, sehr aufschlussreich, würde ich sagen. Somit sehen wir, ist von meiner Warte aus eindeutig, ja, ich würde sagen, bewiesen, ja, wenn ein normaler Mensch, ja, sich hinstellen kann, vielleicht 2, 3 Stunden wirklich intensiv nachrecherchiert, dann wird er sehen, was da wirklich dran ist. Somit liegt es eigentlich in unserer Verantwortung, welche Realität wir wählen, würde ich auch sagen, oder? Also das Ganze ist sehr, sehr dick, ja, sehr, sehr ausführlich und ja, man könnte sich solche Gesetze hier eigentlich nur wünschen. Mein eigentlicher Vortrag geht über Drohnen. Ja, weil die Drohnen finde ich ja so geil. Da diese Dinge jetzt über uns schwirren und wir sehen sie nicht einmal. Aber spüren sie vielleicht? Ja, ja, ja. Sieht nur auf dem Boden. So, Drohnen sind sehr gefährliche Waffen. Sie können verdammt intelligent programmiert sein, sodass sie in gut organisierten Rudeln
über ausgewählte Ziele herfallen und dort beispielsweise chemische, biologische oder explosive Substanzen in Anführungszeichen abzusetzen oder die Opfer förmlich zu zerfleischen durch den Rotor. Also das ist so dieser japanische Touch. Ja? Das ist fast wie ein Videospiel. Sie können überall als Schläfer geparkt werden. Also wirklich überall, sogar auf Wasser. Sogar im Wald oder irgendwo in den Bergen, auch auf Schiffen, kleinen Inseln, in Autos sogar. Ein paar große, vielleicht so lagerladene Batterien oder ein angezapftes Energienetz, also wobei angezapft ja auch fragwürdig ist, könnte man auch sagen, das ist eine Straftat, oder? Ist das überhaupt legal? Und eine intelligente Landeplattform und schon kann dann nur noch auf einen Befehl, also die Landeplattform, und schon kann das über Jahre hinweg, also Jahre, ohne jegliche Kontrolle, im Standby betrieben werden. Die Drohnen warten dann nur auf einen Befehl, der auch von der anderen Seite des Planeten kommen kann. Aber wie wir wissen, wird das Ganze irgendwie so von Deutschland alles ja gemanagt. Wobei mir eigentlich zum Anekdote Deutschland, ja, mit Waffen fällt mir ein, dass Deutschland ja so der Weltmeister ist bei kleinen, bei der Produktion von Handwaffen, sagen wir es so. Und das, was aber nicht gern gesagt wird, ja, es gibt auf der ganzen Welt sehr viele Kindersoldaten. Und Deutschland, als die Ingenieure schlechthin, ja, haben auch so, ja, wie soll ich sagen, Hinterkalaschnikows. Ja, also alles, um wirklich die ganze Palette zu bedienen, was es da gibt an Kunden. Aber das mit den Kinderwaffen für Kinder, das finde ich verwerflich. Also Profit, ja, okay, aber irgendwo muss ja die Ethik auch irgendwo einklinken. Das geht nicht. Genau, der Befehl kann von der anderen Seite kommen, also von überall. Und sie könnten nach dem Einsatz sogar zur Landeplattform zurückfliegen, um sich dort für neue Einsätze zu erholen oder zu reparieren. Man kann auch an die Flügel möglichst sehr schnell wirkendes Gift machen. Diese verletzen dann die Haut der Opfer und das Gift geht in den Körper. Also es ist wirklich an alles gedacht. Das sind so die Nonplusultra-Waffen, würde ich sagen. Privatarmeen kann sich sobald ja jeder nicht mehr leisten. Ein kleines, hochintelligentes Drogengeschwader und los geht's. Gesetze dagegen, ich weiß nicht, wem gehören, irgendwie haben wir auch gesagt, ja, ich weiß nicht, die EU hat darüber abgestimmt. Ja, nicht nur darüber abgestimmt, die haben es produziert und jetzt stimmen sie nicht einmal darüber ab, ob diese Sachen bei uns da eingesetzt werden. Natürlich zu unserer Sicherheit, ja. Also Menschen, die die Absicht haben, andere zu verletzen oder zu töten, um die Herrschaft zu übernehmen oder aber Herrschaft durch andere auszuschalten, werden sich nicht an Gesetze halten. 2 Millionen illegale Schusswaffen, beispielsweise in Deutschland, also das ist die offizielle Zahl, das wird man nachher im BIP vermerken. Also das ist einmal genügend Beweis. Wenn erst einmal die Terrorgruppen wie Al-Qaida und ISIS auf den Geschmack kommen, aber auch ganz andere Gruppen und auch Einzelpersonen, dann ist eigentlich niemand mehr sicher. Wir werden keine Fußballspiele mehr haben in den Stadien und kein Politiker wird je wieder in der Öffentlichkeit auftreten, außer vielleicht hinter einer dicken Panzergleisscheibe. Und das auch vielleicht noch für wenige Minuten. Denn bereits nach 5 Minuten könnte sich ein intelligenter Drohnenschwarm zusammengefunden haben und stürzt sich auf das markierte Ziel. Stell dir einfach 10 oder gar 20 solche Kopter vor, wie sie in geringem Abstand und mit einer eigenen Ausdehnung von etwa 1 Meter
sich rasend schnell auf der Rednertribüne stürzen und dort alles und jeden, der nicht rechtzeitig in Deckung springen konnte, zu treffen und möglichst zu töten. Also das ist die... Man will keine Verletzten, ja, also deswegen auch das Gift. Also Ziel dieser Waffen ist es eindeutig, nur zu töten. Also jedes Mal, wenn ich so an diese Drohnen denken muss, ja, das ist für mich so der moderne Judge Dredd, ja. Also entweder sagst du das, machst du das, ja. Wenn es nicht in meinem Sinne ist, ja, das Urteil ist gefällt. Das ist der Richter. Das ist der Richter und der Henker in einer Person. Und das Beste ist, es ist keiner schuld. Wer weiß denn, wer den Knopf gedrückt hat? Naja, aber wir drücken ja den Knopf. Also solche Schwärme können auch eine Traglast rasend vergrößern, indem sie beispielsweise ein Netz an allen Seiten und Enden anpacken, um es hochzuheben, um damit fortzufliegen. Im Netz eine 20 Kilo schwere Bombe, die im Umkreis von 50 Metern alles töten wird. Die Reichen und Superreichen können nur noch auf Schiffen sich aufhalten, weil sie in ihren Luxuswillen buchstäblich Flugabwehrgeschütze installieren müssten, um sich vor einer Drohne, also um sich sicher zu fühlen, ja? Weil diese Technologie, es ist schon so lange, es wird schon so lange gebaut, diese Technologie ist nicht teuer. Das ist billig. Und jeder kann sich das kaufen. An jeden Fall wird das verkauft. Das kann nicht gesteuert werden. Deswegen werden auch die Superreichen irgendwann mal hinter, ja, vielleicht nur in Bunkern leben. Und ja, ein Rüsten ohne Ende. Kein Mensch mit Verstand würde dann in so einer Villa oder einem solchen Betrieb oder Büro freiwillig noch leben oder arbeiten wollen. Selbst auf den Schiffen werden sie nicht sicher sein. Man kann Drohnen als Zielfinder und Zielmarkierer programmieren. So ein Zielmarker schickt dann den Auslöschbefehl an den Kampfdrohnenschwarm. GPS und das bald in Betrieb gehende Konkurrenzsystem der Russen machen metergenaues Zielen überall auf der Erde zum Kinderspiel. Hinzu treten Kameras, die an den Drohnen installiert sind und einem Menschen zeigen, ob alles wie geplant stattfindet. Nötigenfalls kann er von einem gesicherten Standort aus Befehle erteilen, um die Dinger per Hand ins Ziel zu steuern. Man kann das alles mit Handykommunikation machen. Fax, E-Mail, WLAN, UMTS, also wirklich von überall mit allem. Netzung absolut kein Problem. Und keine NSA könnte in je angemessener Zeit die Codes knacken, um die Kommunikation zu unterbinden, geschweige denn die Drohnen aufzuspüren. Das wird alles noch richtig interessant auf diesem Planeten werden. Wir stehen kurz vor einer großen Reinigung. Es ist kein Hellsehen oder prophetische Gabe, es ist einfach folgerichtiges Denken anhand dessen, was es bereits gibt und was damit eigentlich locker machbar ist. Also locker sage ich damit, wohlgemerkt, weil es ist nur das, was wir wissen. Und das ist aber nicht viel. Die Militärtechnik, man kann sagen, die Militärtechnik hat so einen Vorsprung von 50 Jahren. Und sie wissen, was in einem Jahr möglich ist. Ja, also ich habe da ein bisschen Druck. Also es gibt genug Material. Über alles eigentlich, ja. Ich sage nur bloß, dass die Wissenschaft, nur die zivile Wissenschaft, meinte ich, heute schon Dinge kann, ermöglichen kann. Ich gehe da nur auf ein Beispiel zurück, was eigentlich lächerlich ist. Das ist ein Pipifatz. Da braucht man leider mal wissenschaftliche Arbeit. Ich erinnere nur an die, also in spezieller Hinsicht mit, wegen Monsanto, es geht um diese
Verbesserung, dass man die Pflanzen verbessert, indem man eingreift, gentechnisch. Ob das wirklich der richtige Weg ist, weiß ich nicht, weil ich habe kürzlich ein Buch gelesen von einem Wissenschaftler, welcher gesagt hat, es ist keine Pyramide, die sich da aufbaut, wie normal in der Natur üblich. Das ist eine feindliche Übernahme von der Spitze der Pyramide nach unten, auf die Natur. Weil einmal gentechnisch verändert, ja, ist es aggressiv. Es verdrängt das andere. Das andere hat keine Chance. Und da wird auch so viel drüber diskutiert, ob Gentechnik sicher ist. Ich finde das Ganze lächerlich. Es beleidigt unseren Verstand, weil es ist nachgewiesen, wir hatten jetzt jahrelang ja Feldversuche, man kann das lokal nicht begrenzen. Man schafft es nicht, das ist ein Irrsinn. Das geht nicht. Und irgendwann einmal, da gebe ich Ihnen mein Wort drauf, wird alles gentechnisch verändert sein. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, das wird dieser, und wahrscheinlich haben Sie damals auch schon gewusst, warum Sie den gebaut haben, in Norwegen, dieser eine Bunker da. Also wahrscheinlich war den Leuten, sage ich einmal, schon damals klar, worauf das, wo das hinausläuft. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, zwecks Monsanto, man kann heute, um wirklich die Leute zu ernähren, ja, man kann heute Samen mit einem schwachen, niedrigen Elektrofeld, geben Sie irgendeinen Samen des Lebens in dieses Feld hinein. Ja, der Urzeitcode wird aktiviert. Es kommen die alten Sorten wieder zurück. Und dann bekommen sie, ja, also beim Mais hat man das gesehen, bei den Versuchen von Ziba Geigy 1988, statt einer Knolle oder zwei Knollen, haben sie eine Terrasse von 5 Knollen. Und besser und gesünder als der vorherige Mais. Also, die Wissenschaft kann einiges, nur die Leute sollten sich ein bisschen dort auch bilden. Ja, danke.